Seit Jahren kämpft die Musikindustrie gegen User, die in Internet-Tauschbörsen Musik zum Nulltarif herunterladen und zur Verfügung stellen. Immer wieder kommt es zu spektakulären Urteilen, wie im Fall einer Amerikanerin, die millionenhohe Strafen zahlen musste. Auch in Österreich versuchen die Urheberrechtler, an die Daten der Up- und Downloader zu kommen. Doch das verhindert jetzt ein Urteil des obersten Gerichtshofs. Musik kostenlos aus dem Netz saugen, Online-Tauschbörsen, in denen man Musik mit anderen austauscht, ohne etwas dafür zu bezahlen. Das Internet macht's möglich. Seit Jahren kämpft die Film- und Musikindustrie deshalb vor Gericht darum, von den Internetanbietern die Namen und Adressen der Tauschbörsenbenutzer zu bekommen. Die Webbetreiber wehren sich dagegen und der oberste Gerichtshof gibt ihnen jetzt recht. Für die kreative Wirtschaft ist das sicherlich ein Rückschlag, weil zumindest für einige Zeit Urheberrechtsverletzungen im Internet, speziell im Zusammenhang mit Tauschbörsen, praktisch nicht mehr verfolgt werden können. Für Harald Haas ein kleiner Sieg. Er ist Mitglied bei der Piratenpartei, die sich für Freiheit im Netz einsetzt. Er kämpft dagegen, dass User kriminalisiert werden. Es ist eigentlich gang und gäbe. Es ist eigentlich, man kann sagen, dass ein Großteil der Österreicher und besonders ein sehr großer Teil der Jugendlichen Tauschbörsen nutzt, auch effektiv Inhalte aus dem Internet ladet, die urheberrechtlich geschützt sind. Doch das neue Gerichtsurteil heißt noch lange nicht, dass man ab sofort ab- und downloaden kann, so viel man will. Denn demnächst soll das Gesetz geändert werden und dann heißt es wieder zahlen oder zittern.